Willkommen zur 17. Folge der Let's Play-Serie. Ja, wir sind hier gerade in dem Industriesektor, den ich in der letzten Folge ja hier schon relativ weit gebracht habe. Die Gebäude sind alle gesetzt, aber es sind doch noch einige Dinge zu bauen. Und ja, das werde ich jetzt fortsetzen. Ich habe gerade noch mal kurz durchgezählt, die drei großen Lager, also wegen Arbeitskräften. Je 12 sind zusammen 36 und dann haben wir hier noch Elektronik und Stahlfabrik. Das wären dann 96 zusätzliche Arbeitskräfte und ja, das reicht. Sprich, ich kann das eigentlich alles aktivieren. In welcher Reihenfolge er die Dinge hochzieht, ist eigentlich auch denn grundsätzlich erstmal nicht gar so wichtig. Ich werde mal auch noch hier so ein Häuschen aktivieren und naja, müssen wir mal gucken. Wir haben einiges an Eisen da, was er so nach und nach alles verarbeiten kann hier. Kann er denn eigentlich auch losmachen? Und gut, das ist dieser Teil. Die Stahlfabriken hier, zumindest die eine ist ja schon fertig, die zweite ist im Bau jetzt auch schon fast durch. Und naja, dies bedenken würde ich denn jetzt mal hier an den Sektor rangehen und hier entsprechend aufräumen. Polymer steht ja schon in dem anderen Sektor. Hat das jetzt gemacht? Ja, hat er gemacht. Die Idee prinzipiell, das hatte ich ja auch schon gesagt, es soll halt sein, dass ich in diesem Sektor hier, das wird mein, ja, Raumsektor sozusagen. Da werden alle Sachen angeliefert werden. Ich werde dann da drei Buchten haben, also hier diese Andockbuchten. Und im oberen Teil, da werden dann vier Schleusen auftauchen. Ne? Also die profitieren dann natürlich auch, also sowohl die Andockbuchten als auch. Moment. Kann man ja zeigen, dass das irgendwo da ist. Ne? Also das heißt, die Rumpfreparaturen sind dann besser. Wir werden hier auch sogar die Stufe 2 bekommen. Da sind sie dann noch schneller oder effektiver. Und naja, das schnellere Ein- und Ausladen ist gerade für die Schiffe, wo dann eben ständig Sachen ein- und ausgeladen werden, auch am wichtigsten. Die Sonden und Schiffe werden auch ein bisschen schneller gebaut, ich glaube mit Stufe 2, aber na gut, das ist am Ende des Tages nicht wirklich relevant. Aber na gut, mal gucken. Insofern müssen die nicht unbedingt hier hin. So, naja, nach draußen wollte ich eigentlich auch noch mal gucken, aber wir müssen jetzt ja natürlich umbauen. Ich habe ja gerade gesagt, da im nördlichen Teil, da sollen denn hier die Schleusen hin und die sind ja auch 9 Felder groß. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, ich hätte denn hier die Straße, wo die Dinger denn da auftauchen. Muss mal gucken, wie wir das hier so der Reihe nach abgebaut bekommen. Jetzt sehe ich gerade, vielleicht mache ich der Einfachheit halber ja wirklich mal hier noch so ein Solarpanel. Das hat den großen Vorteil, dass das natürlich eine Menge an den Polymer frisst und naja, hat er nicht so viel Probleme, das alles so zu verlagern. Wir gucken auch noch mal auf den Transfer, wie weit das eingestellt ist. Ich habe ja in Sektor 1, na gut, im Moment 10, ja, allzu viel brauche ich nicht, aber ein bisschen mehr könnte vielleicht doch noch sein. Das Zeug fällt natürlich dann vor allem bei der Polymerraffinerie an, die ja denn jetzt in Sektor 5 ist. Legierung, das kann man im Prinzip hier so lassen. Eis und Kohlenstoff kommt komplett raus, genau auch wie das Silizium. An der Stelle und in Sektor 5 können wir die Sachen dann lagern. Gut, das Siliziumlager, da ist bisher nur das Kleine da. Bei den anderen haben wir schon ein bisschen mehr. Sollte passen. Hier Polymer, da auch, ja, ups, falsch. Übergroße Mengen müssen wir jetzt nicht einstellen. Das ist ja auch das Schöne, die Lager dort sind groß, aber an der Stelle fällt ja dann auch sozusagen das überschüssige Polymer an. Und habe ich denn jetzt hier auf Speed gestellt? Na gut, sei es drum. Jetzt gucke ich gerade nochmal, wie weit ist denn da die Elektronikfabrik? Ach, die ist auch schon gleich durch. Na gut, dann können wir an der Stelle hier auch weitermachen. Reißt das alles ab hier. So. Und na gut, dann gucken wir mal jetzt gerade hier nochmal hin. Wir haben natürlich in der letzten Folge ja auch noch ein paar Dinge gestartet. Der ist hier gerade aufgetaucht auf der Meyer-Fundstelle. Eine Analyse, ein temporäres Studienzentrum. Naja, ich glaube mit der fortgeschrittenen Analyse, das war doch im Kapitel 2 bisher eigentlich auch mal die beste Variante. Kostet ein bisschen Legierung, aber das tut ja jetzt nicht weh. Und du bist auch hier angekommen. Da hat sogar schon
Das Zeug abgesammelt. Ja, ich kann abhauen oder die Andockstelle angucken. Naja, da gucke ich mir natürlich die Andockstelle an. Selbstverständlich. Die Planeten haben wir inzwischen alle. Dann können wir mit der Sonde eigentlich fröhlich hier noch versuchen, Dinge zu finden. Wenn wir denn da Sachen finden, so ein bisschen würde ich das nebenher auch noch machen, aber die Hauptaktion soll eigentlich hier laufen. Ja, ich muss hier viele Dinge abbauen und irgendwo ist das natürlich auch. Kriege ich so ein Ding hier hin? Ja, ich glaube, ich baue mal hier ein großes Lager hin, sonst wird das hier nichts. Und dann würde ich auch gerade mal noch damit anfangen, hier temporär noch zwei Häuser zu setzen, dann kann ich das hier nämlich alles abreißen. Es läuft natürlich darauf hinaus, gut, das hat man, glaube ich, wenn man dann hier so einen Raumsektor macht, wahrscheinlich immer so im oberen und unteren Teil. Das ist ja dann belegt und in die Mitte kommen dann halt die Häuser und Lager rein. Also, ups, soweit die Idee. So, dann, ups, dann wollen wir das hier mal anfangen. Das ist natürlich im Wesentlichen denn so ein Transfer. Sektor, was die Materialien angeht. Hier kann denn das Eisen rein. Und da machen wir erstmal die Legierung. Zumindest mal für den Moment. Machen wir bitte hier Priorität. So. Dann kann ich die nämlich schon mal abbauen. Mit dem Eisen. Das muss ich wahrscheinlich, da habe ich noch nicht so große Mengen in Sektor 5 oder na, bei 720 ist eigentlich schon da eingestellt und es ist noch kein Eisen da. Das könnt ihr ja eigentlich wegräumen hier. Na gut, wird sich finden. Paar Drohnenbuchten habe ich ja auch schon und an der Stelle werde ich auch mit der Forschung weitermachen. Das ist ja auch die Idee, die werden mir auch helfen, da das Zeug schnell hin und her zu transportieren. Soweit die Hoffnung, zumindest schneller, als wenn ich das ohne machen müsste. Aber mal sehen. Nochmal gucken, wie weit wir hier inzwischen sind. Die waren zwar alle mal eingestellt, aber das zieht natürlich auch einen Haufen Legierung. Du bist auch ein, ja, aber es waren ja noch ein paar verfügbar. Das sollte schon klar gehen. Der hat ja jetzt auch, das ging jetzt aber schnell, Mensch. Der hat ja alles schon hier hingestellt, was er sollte, so weitgehend. Da kommt gleich das zweite Siliziumlager. Naja, ist doch sehr schön. Alles klar. Das Haus ist auch schon beliefert. Das wird er als nächstes bauen. Das Ding ist eigentlich schon fertig, mehr oder weniger. Jo. Na gut. Ist ja auch nicht schlecht. Lass mal vielleicht denn einfach hier. Wo steht. Oh, das ist auch okay. Kann man die Batterie da auch noch bauen und dann sollte das durch sein. Okay, dann gucken wir uns mal wieder an, wie es hier aussieht. Das sieht ja gar nicht übel aus, die zwei Dinger stehen. Dann können wir die hier eigentlich wegreißen? Ich frage mich nur, was der erzählt. Diese Halde war nicht in der Lage, eine Ressource in einen anderen Sektor zu transferieren. Ich meine, wo ist das Problem? Dass die Lager sind leer. Es ist auch eingestellt, dass er das hinkriegen soll. Sprich hier, na gut, er will ja transferieren. Das mit dem Null, das hat er offensichtlich schon gemerkt. Und hier ist das Eisen auf 720 und gelagert sind dort im Sektor 5.0. Also schieb's doch einfach dahin. Wo ist das Problem? Ich meine, die Drohnen holen hier ab, das geht, aber na, es ist ja wieder hier. Na gut, zwei weitere Transporter schicken, ja, das werde ich vielleicht durchaus mal aktivieren. Das hilft dann vielleicht auch noch ein bisschen. So, das erste Häuschen ist auch schon fertig. Das muss halt hier alles weg. Genau, im Grunde muss das alles weg, was hier drüben ist. Aber naja, eins nach dem anderen ist halt nicht ganz so easy. Muss man mal gucken. Erstmal muss er dir, vor allem das Eisen, das ist natürlich so eine Geschichte. Da hat er eine Weile zu tun, dass man über 300 Stück, die hier gelegen haben. Das geht mal nicht so 1-3 fix, dass er das wegkriegt. Aber es sollte ja normalerweise trotzdem funktionieren. Naja, gut. Eins nach dem anderen. Wie sieht es denn aus hier? Eisen grundsätzlich haben wir ganz gut. Legierungen gehen langsam runter, logischerweise. Wir haben ja auch in diesem hier im Industriesektor eine Menge Sachen da gerade auf den Kopf gehauen.
Und naja, muss man mal sehen. Das Lager hat vor allem so ein bisschen die Idee, wenn ich die Sachen hier alle abreiße, irgendwo muss das Zeug hin. Und hier nur mit dem kleinen Lager, das funktioniert nicht. Und hier oben habe ich erstmal noch Platz. Das wird wahrscheinlich dann perspektivisch die Stelle, wo dann auch die Drohnenbucht hinkommt hier, aber haben wir erstmal noch nicht. Ich will erstmal, dass er diese beiden Lager jetzt hier wegmacht. Dann können wir uns das angucken, wie es da weitergeht. Und naja, gut, das hier mit den Legierungen, das funktioniert schon ganz gut. Ich weiß, wo das. Moment mal. Etwas, ach so, ne, ja, es ist halt wieder die Logik hier. Der schaufelt die Sachen hier hin, die Legierung, und zwar da, und dann bringt er sie von da zur Baustelle. Na gut, alles okay. Damit haben wir die Legierung mal abgesammelt und haben jetzt erstmal nichts mehr hier rumliegen, außer dem Eisen. Ja, natürlich, jetzt kann er denn hier mal die Elektrofabrika, das macht er auch sehr schön. Na gut, das ist prinzipiell ja alles ganz okay. Es müsste halt nur dieses doofe, dicke Lager hier weg, dann wäre alles gleich viel besser. Aber naja, gut. Er macht das ja. Er macht es ja. Es zieht sich ein bisschen. Lass doch vielleicht noch mal kurz hier gucken. Dann kann er sich da um das Eisenlagern kümmern. Hier waren wir bei der Maya-Kolonie. Da sind wir immer noch dabei. Wir haben fast die ganzen Legierungen schon da. Das sieht ja ordentlich aus. Sonde ist bereit. Gut, dann lass uns hier mal ein bisschen weiter gucken. Wo wir hier noch Dinge finden. Hier ist irgendwo Eisen und ein bisschen Eis. Auch nicht schlecht. Da wollte ich klicken. Naja, inzwischen haben wir auch einiges an Eis hier rangeholt. Das ist ja auch ganz okay. Die Sachen kannst du irgendwann auch mal mit absammeln. Müssen wir mal gucken, was wir an der Stelle noch drehen. Gut, hier war die Andok-Bucht. Was haben wir denn da gefunden? Wir haben die Andok-Stelle erreicht, am Boden diese Trümmern zerstörte Schiffe, Leichen beschädigt. Oh, tuiui, das hört sich an. Es ist ja übel hier, was wir hier alles für Dinge finden. Und dann haben wir noch eine Rakete gefunden. Wir haben eine intakte, nicht explodierte SMA-Rakete. Das dürfte das Schwarzmarkt-Kollektiv sein, entdeckt, die in einer Schiffswand steckt. Wir sollten dies weiter untersuchen. Das ist erstmal eine gute Idee. Leite eine kontrollierte Sprengung der Rakete ein. Das scheint mir eine ziemlich alberne Aktion zu sein. Ich meine, dann kann ich auch gehen. Was bringt mir die Sprengung dieser Rakete? Also relevant scheinen für mich nur Entschärfen oder Bergen zu sein. Und Bergen, das wird die Rakete vorsichtig aus der Wand lösen. Naja, also komm, nee, das klingt ungesund, das machen wir nicht. Wir entschärfen, wenn er das schon anbietet. Das ist doch mit Sicherheit vernünftig. So, hier kommen die letzten vier Legierungen. Alles klar, passt auch. Und ja, wir sind hier weitergekommen. Naja, es zieht sich ein bisschen, aber es geht schon. Tja, naja, während er hier. Jetzt hat er das Ding da abgesammelt. Das ist auch gut. Dann können wir hier mal schon mal die Batterien alle wegmachen. Mit den Lagern hier. Das geht erst so nach und nach. Allzu viel braucht das Ding da oben ja nicht. Oh, jetzt hat er die Dinge auch schon weg. Das ist sehr schön. Das gefällt mir an sich alles schon sehr gut, aber der muss hier weg, damit ich hier weiterbauen kann. Es ist aber auch verteufelt. Zieh den gerade mal hier hoch. Machen wir vielleicht an der Seite, aber der schafft da sowieso alles hier rüber. Aber na gut, wir haben ja gleich hier unser neues Legierungslager. Das ist nur temporär, das wird nachher auf jeden Fall wieder weggehen. Aber ich glaube, da kann ich mit dem Ding, kann ich denn doch die Sachen besser abräumen hier. Was ich hier habe, soweit die Hoffnung. So, komm mal ran, hier haben wir ja auch die Straße. Weil der ganze Bereich muss natürlich dann auch noch abgeräumt werden und das da oben hinzuschaffen, das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. So, naja. Hätte ich vielleicht lieber für Eisen machen sollen, denn das war schon richtig. So viel Eisen brauchen wir ja gar nicht. Der macht das schon so nach und nach. Gut. Ich würde sagen, ich werde mal hier auch gerade noch, das kann ich problemlos ja machen, die ganzen Batterien abbauen. Da muss ich ja nichts transferieren, wie bei den Halden. So, was reicht denn hier? Na gut, da ist denn hier noch die nächste Sonde. Ah ja, gibt schon noch einige Dinge. Der ist gerade am Verarbeiten hier, das ist gut. Das warst du ja, du hast die Bombe entschärft, ja, nee, die Rakete.
die darin enthalten ist, nicht nur fortschrittlicher als unseren in Hinsicht der. Naja, ist doch nicht schlecht. Gut, dass wir sie entschärft haben. Das war bestimmt gesünder. Fertig. Und hier oben die Wolke wandert. Ja, jetzt ist die ganze Wolke weg. Ja, das ist doch sehr schön. Dann können wir hier alle. Ups. Ja, wenn wir es dann mal hinkriegen könnten. Ich würde sagen, können wir hier alles wieder aktivieren. Das ist ja auch nicht übel. Ein bisschen habe ich zwar. Guck mal, da kommt schon einer an. Ich würde gerade sagen, ein bisschen habe ich natürlich auch im Süden schon, aber. Offensichtlich gibt es hier schon noch ein paar andere Prioritäten zum Kohlenstofffüller da. Aha. Na gut, so. Denn ist er hier noch am Sammeln. So, jetzt habe ich hier irgendwo einen Request gehabt, hast du gesagt. Wir verfügen nun über genug Daten, um die Raketen... Ah ja, das war aus der entschärften Rakete. Forschungsprojekt im Techniklabor. Geht in Ordnung. Wir gucken uns das gleich an, aber... erstmal sind mir andere Dinge hier schon noch wichtiger. Hier gerade die zwei Dinger von der Halde, die zusätzlichen, die werden bestimmt helfen. So, den hat er da auch fertig. Na, gucken, wir haben noch 64 Eisen. Der wird den hier noch fertig machen. Und dann macht er erst die Straßen. Naja. Die Batterie ist weg. Dann haben wir hier noch zwei. Noch vier Stück so gesehen. 2x2. Naja, gut. Ich werde mal hier, wenn das Lager hier steht, das große, dann ist es sowieso unkritisch. Dann können wir hier auch die Häuschen wegmachen. Da sind immer gleich 80 Legierungen eher, die hier über das vergleichsweise kleine Lager transferiert. Da war mir das an der Stelle hier oben doch viel lieber. Möglicherweise, ja, jetzt können die nämlich alle beide das Zeug ausladen. Das geht dann ja doch viel, viel schneller, dass dann da die Baustellen oder Abräumhalden, whatever, dass er die da alle abräumen kann. So, dann haben wir hier den auch noch, aber ich glaube, jetzt sollte ich langsam aufhören, Häuser abzubauen. Ich habe zwar hier zwei neue gebaut. Da sollten wir dann erstmal die nächsten sauber platzieren. Hier kann die Straße, nee, die kann noch nicht weg, die brauchen wir noch für den hier. So, was macht er denn jetzt? Er räumt hier die Dinger ab, ja. Das hat er hier ein bisschen gemacht. Wahrscheinlich packt er den hier rein und die da. Naja, das sieht doch schon gar nicht so übel aus. Das Häuschen ist schon weg. Ja, die großen Lager sind schon klasse. So, der steht. Naja, mal das Eisen. Das ist hier auch das Eisen. Der hat schon so viel Eisen rüber transferiert in den anderen Sektor. Jetzt geht das hier an der Stelle auch vorwärts. Auch dieses Haus ist dann weg. Naja, guck mal. So soll es sein. So. Aber jetzt müssen wir dann erstmal die neuen Häuser bauen. Wenn er die hier weg hat. Komm mal her, da muss ich mal gucken, wie das hier ist. Der kommt hier hin, das heißt, wir können den dann hier. So natürlich. Jo. Passt ganz genau. Wer hätte das gedacht? So macht das Ding hier weg. So. So, naja, jetzt ist das doch wunderbar. So, jetzt haben wir das hier alles frei. Jetzt können wir alles hier platzieren. Das ist, naja, alles so weit sind wir auch noch nicht. Aber wir sind deutlich weiter. Jetzt gibt es hier Kohlenstoff und dann gibt es hier die Polymere. Wunderbar. Liegt da auch schon rein. Na, Legierung haben wir jetzt ganz ordentlich hier. So muss es sein. So, naja. Der ist auch fertig. Ja, ich hatte das schon mal anders versucht, muss ich sagen. Und das hat überhaupt nicht richtig funktioniert. Also mit dem Lager, gerade bei so einer Umräumaktion, das scheint mir schon wirklich eine gute Idee gewesen zu sein. Ich war mir da auch erst noch nicht so ganz sicher, aber erforschen. Hier geht's schneller und da gibt's mehr Drohnen, ja. Ansonsten kommt er da einfach nicht durch. Das dauert alles viel zu lange. Weil die ganze Art, wie der die Sachen da hin und her sammelt, das ist irgendwie doof im Allgemeinen. So, jetzt bauen wir die Sachen mal hier ab.
Der steht ja auch schon gleich. Und der oben, die haben wir auch schon. Naja, gut. Gut, da haben wir die zwei. Dann können wir hier nämlich hier weiterbauen und dann gibt es hier die nächsten Häuser. Und eins, wie viel habe ich denn da? Sechs Häuser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na gut, wir müssen es nicht übertreiben. Jetzt haben wir erstmal vier, die fünfte jeweils eins da und eins da. So viel brauchen wir ja gar nicht. Weil ich glaube, die da oben, die werde ich als letztes abreißen, weil die stören mich nicht in der Art, dass ich da, also die hier oben, die können im Grunde stehen bleiben. Der muss noch weg hier, ne? Weil die Straße da durchkommt. So, noch den weiter im Text hier unten. Nächste. Wie nehmen wir denn da? Achso, egal. Wir können in Elektronik hin. Vielleicht sollte ich erstmal die hier unten. Naja, geht schon. Jetzt baut er hier. Achso, da muss er die Polymere noch transferieren. Ja. Okay. Häuschen bauen. Was haben wir denn hier momentan? Wir haben an die Arbeitskräfte. In Sektor 1 266 Leute haben wir hier. Das heißt, wir brauchen von denen hier, das sind ja 112, drei Stück reichen, um alle zu versorgen. Naja, dann können wir den hier auch noch abbauen. So, tja, Mistpolymer hier. Ist das richtig eingestellt? 30 will ich hier haben und in Sektor 5 50, naja. Aber wenn die irgendwann leer sind, ist halt doof. Dann muss ich mir das doch temporär mal anders machen. Sonst wird das hier nicht richtig funktionieren. Ist auch da. Na gut, wenn ich keine Baustellen mehr habe, dann räumt die Dinger leer. Das ist ja auch nicht übel. Hier haben sie es schon geschafft. So. Das ist doch gar nicht schlecht. So. Dann können wir vielleicht mal wieder gucken hier, während er die Dinger da fertig macht. So, hier haben wir ja die Struktur gebaut, also die zur Untersuchung. Ungewöhnliche bakteriologische Formation. Die Bilder sind schon auch ganz hübsch. Die Meyer-Fundstelle weitergaben. Das sind ja. Wir nennen die Bakterien Meyers und möchten weitere Verhaltensanalysen durchführen. Na gut, das kannst du machen. Führe weitere Tests durch. Habe ich nichts dagegen. So, die Franzis ist hier unten fertig. Dann kann sie zum nächsten Planeten. Und. Tja. Hier war gerade doch ein schöner hoher Ausschlag. Da ist alles Eis, naja. Oh, und Kohlenstoff. Na, gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, die Häuser sind auch alle im Bau. Hat er den da oben schon? Oh, der hat er schon weggemacht. Sehr gut. Dann kommen wir hier, hier. Können wir mal die Straße da durchziehen. So. Sauber. So, wo ist unser Essenszyklus? Das müsste eigentlich noch gehen. Muss ich mal kurz anhalten. Sicher ist sicher. Weil das manchmal doch sonst doof läuft. Falsch rum. So. Oh, oh, jetzt sehe ich gerade, die Straße ist ja noch gar nicht bereit. Oh Mann! Fehler. Fehler von mir. Na gut. Das habe ich jetzt gerade nicht bedacht. Und ich fürchte, der macht erst die Baustellen hier. Kann ich die pausieren? Ja, kann ich. Der soll mal erst Straßen jetzt machen hier. Wo ist denn hier der Bastler? In Bewegung ist er. Er ist in Bewegung, aber wo er jetzt gerade arbeitet, macht er erst die Straße. Super.
Na gut, dann haben sie mal einmal nichts zu essen hier. Das ist denn so. Jetzt brauche er aber eigentlich ja nur bis hierhin. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Das ist ja wieder hier erst von hier nach, von hier da, von da zur Straße. Also manchmal haben die schon eine etwas eigenartige Logik. Halte klein. Ach, hier unten. Ach, Mist. Noch was übersehen. Gut, das war jetzt mein Fehler. Jetzt ist er zur Straße unterwegs. Das wird knapp. Das wird knapp. Na komm, jetzt ist er angeschlossen. Jetzt holt die Nahrung hier schnell hierher. Wir haben gleich Speisung. Jetzt kannst du hier überall fortsetzen. So, die Nahrung kommt. Nahrung liegt drin. Haben wir es noch geschafft? Boah, guck dir das so knapp vorher, aber es reicht wahrscheinlich nicht. Wir haben zu wenig Nahrung geliefert. Jo. Na gut, okay. Dann kriegt ihr nächste Runde was. Ist kein Beinbruch. Einmal aussetzen ist noch okay. Tut mir leid, ihr habt das mit der Straße nicht bedacht. Und dann habe ich auch zu langsam reagiert hier bei den Halten und den anderen Problemchen hier. Na gut, so, und warum machst du jetzt hier nicht weiter? Es ist doch eigentlich alles eingestellt. Polymere hier, ach so, auf 100. Ja, da sollte eigentlich welche wegschaffen. Wir haben hier mehr als 100. Und in Sektor 5, was habe ich denn da vorhin geklickt? Ich habe doch hier. Okay, da habe ich das geträumt. So. Den habe ich das geträumt. Ach so, und der hat schon 130. Dann machen wir da mal 200. So. Ja, und jetzt bringt das auch weg. Gut. So sei es denn. Dann machen wir das halt in dieser Art. Passt. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal den hier mal ab. Könnte mir gut vorstellen, dass es dann da irgendwann ein Quest gibt dafür, weil der mag die Dinger sehr gerne. Die Zentren für alternatives Leben. So, was haben wir denn hier mit unserer Maya-Kolonie? Ah ja, draußen größte Teil in einer Kolonie. Innen. Wir haben eine bakteriologische Sprache erstellt, mit Hilfe eines Spiels eine Nachricht. Ujujuj. Sie haben geantwortet. Die Kolonie hat vorgeschlagen, uns auf eine Expedition zur Tycoon zu folgen. Buh. Da ein einzelner Mensch, der über. Ujujuj. Eine intelligente Spezies. Bitte was? Der sicherste Weg, die Bakterien zu transportieren, ist die Ansiedlung einer kleinen Kolonie in der Atemwege eines Besatzungsmitglieds. Nee, das kannst du vergessen, aber so einen Unsinn machen wir nicht. Also, hier gibt es ja echt Ideen. So, was haben wir hier noch? Neuer Planet. Krog P43. Elektromagnetische Anomalie, mehrere Meter unter der Oberfläche. Bohrgerät. Sobald wir erreicht haben, werden sie Tycoon so viel Sediment wie möglich entfernen und die. Oh, das klingt doch gut. Machen wir mal so. Machen wir das mal so. Und dann nächste Sonde. Hier drüben scheint nicht mehr. Naja, ein bisschen aber schon noch. Ich wollte gerade sagen, da scheint nicht mehr viel zu sein. Stimmt nicht. Ein bisschen haben wir schon noch. So. Der. Jetzt hat er erst die Dinger gemacht. Ne? Ja, und hier unten habe ich ihn ja vorhin abgebrochen. Na gut. Ach, da wollte gerade sagen, was baut er hier gerade? Er baut eine neue Sonde. So, Drohnenbucht. Kapazität wird erhöht und die sind schneller. Na super, danach haben wir unsere Drohnen hier komplett. Fein, fein, fein. So soll es sein. Jetzt wird er das Ding hier durchziehen. Da ist er schon. Ah. Gut, das heißt, der kann dann auch weg hier. Und natürlich kommt direkt daneben dann der Silizium, das Silizium-Transferlager. So, naja. Es kommt doch langsam Struktur rein. Also die Idee war hier, ich werde mal die hier schon
vielleicht platzieren. Aber ich glaube, Bauenpause will ich die erstmal noch nicht. Das ist nicht notwendig. So, und hier können wir jetzt auch die Sachen mal in die vernünftige Form bringen, wie es geplant war. Da kommen nämlich hier zwei mittlere Batterien rein. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir ihn hier. Dann gibt es hier noch zwei Lager. So. Das wird dann eigentlich das neue Legierungslager. Dann haben wir hier Kryokapseln. Wir haben hier Eis. Und wir haben dann hier die Abfälle. So. Soweit, so gut, alles schon gebaut. Super, wenn man. Ich wollte gerade sagen, super, wenn man viel Legierung hat. Aber wenn das hier alles auf Speed gestellt ist, dann ist natürlich auch klar, dass das alles sehr schnell geht. So. Silizium ist auch schon fertig. So, tja, ich fürchte, ich muss dann ja natürlich auch das Forschungszentrum oder Techniklabor abreißen. Das werden wir dann mal hier rübersetzen. Mal zumindest mal für den Moment. Ja, können wir auch ran. Dann komm her. So. Das geht auch gut voran. So. Und dann, was ist denn hier jetzt eigentlich? Ach so. Hatte ich noch nicht auf Nahrung gestellt. Na, das wäre ja wieder fast schief gegangen. Hätten die wieder nichts zu essen gehabt, meine Leute. Ja, oh, ich muss mich da echt mehr drum kümmern hier. Das gibt's ja gar nicht. So, hier bauen wir jetzt alles ab. Der ist auch weg. Das ist gut. Dann kommen wir nämlich hier an diese Stelle. Einmal bitte eine neue Werkstatt. Die kommt dorthin. Mal doch eigentlich hier schon so. Gar nicht schlecht. Ah, schade, ich hatte so ein bisschen gehofft hier mit dem Zentrum, dass er mir vielleicht denn da ein Quest gibt, aber ist wohl nicht. Na gut, so, das Techniklabor ist abgebaut. Dann ziehen wir mal hier drüben ein neues rein. Hier bitte, kommst du her hier. So. Ja. Passt. Alles klar. So, na denn, das sieht doch schon alles ziemlich toll aus. Wir haben den Platz, den wir brauchen hier. Jetzt muss ich hier natürlich die Dinger da oben ein bisschen abreißen. Gefällt mir gar nicht so sehr. Ich mag hier die Straßen schon immer komplett, aber na gut, wir haben die Eingänge in der Mitte. Das muss dann einfach, mal reichen für den Moment. Hier hätte ich bitte gerne eine Andockschleuse. Das reicht sonst nämlich nicht. Du musst hier nicht gleich ran. Okay. Kann er bitte mal die Dinger hier wegmachen? Na gut, der hat da hinten angefangen. Kann man denn auch verstehen. Jetzt haben wir hier inzwischen alles freigeschaltet. An Bauplätzen. Dann können wir hier drüben alles abreißen. Und alles heißt in dem Fall auch denn diese beiden noch. Wenn ich angucke, wie viel Legierung ich habe, komm mal hier in Sektor 5. Ich werde mal hier ein Stahlwerk deaktivieren. Na, wir werden beide deaktivieren. So. Weil, jetzt guckt ihr, das ist eine Wahnsinnsmenge hier, die da momentan sind. Weil, wobei auf der anderen Seite, hier stopfen ja auch einiges rein. Wie sieht das hier aus? Oh, das ist schlecht. Uah, der hat das mit der Nahrung. Hm. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt muss ich mit der Nahrung hier auch wieder rumfummeln, dass ich die hier rauskriege, damit die 25 hier leer werden. Gut, jetzt schiebt er gerade hier was in den Speisesaal rein. Reicht das schon? Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn er jetzt den hier rein... Oh ja, es funktioniert. Naja, gut, also manchmal funktionieren Dinge auch. Das ist ja auch nicht schlecht. So, gut. Dann haben wir hier
das Zentrum für alternative Leben. Ein bisschen hatte ich gehofft, dass ich da einen Quest kriege, aber soll nicht sein, denn halt ohne. So, du hier. Na, haben wir es noch? Kriegen wir es hin? Ja, kriegen wir hin. Sehr schön. Das ist doch klasse. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch das Abhörzentrum da. Oder ja, es fehlt uns, dass wir das abgebaut bekommen, sozusagen. Und wenn er den weg hat, dann können wir die anderen Sachen da auch hinsetzen. Der muss natürlich hier wieder weg. Das ist denn sonst ein Problem. Naja, gut. Was soll's. Außenbordschleuse. Wir haben hier so viel Legierung. Da werden wir das gleich los. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. So, machen wir den da weg. Und dann hätte ich hier noch geplant eine große Batterie. Und komm, weg da mit dir. Husch, husch. Komm, mach. Oh, ich muss die Dinger aktivieren, damit er das Lager hier leer kriegt. Der Rest ist eigentlich Kleinkram. Dann würde ich sagen, kann man den hier eigentlich durchaus schon mal wegmachen. Der ist ja auch gleich durch. Stabilität, sehr schön. Dann kannst du hier rein. Und dann, naja, dann haben wir hier noch ein paar Batterien. So. Und dann haben wir als letzte Kleinigkeiten hier noch, nein, noch eine Außenbordschleuse so rum. Aber jetzt deaktiviere ich den doch gerade erstmal noch. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Wir müssen ja auch noch andere Dinge umbauen. Die Außenbordschleuse kommt weg. Aber wir haben ja da inzwischen oben eine neue. Ja, kann man den da auch wegmachen. Passt. Hat er das gemacht? Ja, hat er gemacht. Sehr schön, denn lassen wir den hier drüben erstmal noch stehen. Das ist eigentlich albern, der kann, na, wobei wir brauchen sowieso noch einen. Naja. Sollte passen. So, der wird auch gebaut. Der ist hier auch durch. Na, das sieht doch alles sehr ordentlich aus. Ich fürchte, ich sollte den sollte ihn aktivieren, damit wir das Ding hier leer bekommen. Aber das wird wieder so passieren, dass er so nach und nach jetzt erst hier aus der Baustelle die Sachen hier reinschaufelt und von hier noch da. Aber es ist ja nicht sehr weit auseinander. Insofern sollte das eigentlich ziemlich flott funktionieren. Dürfte kein größeres Problem darstellen. Und als nächstes nimmt er denn den hier. Das müsste eigentlich ganz ordentlich gehen. Jo, können wir mal gucken, wie es hier weitergegangen ist. Die Hoffnung hier ist an der Stelle soweit fertig, dann kann sie sich mal nach hier oben begeben. Da werden wir einen Kolonisierungsversuch starten. Da ist wohl nichts dazu. Oh, hier kommt doch, ja, kommt doch was. Kohlenstoff. Und noch ein bisschen Silizium. Dankeschön. Und die Francis ist hier. Ach, da haben wir ein bisschen was freigesprengt. Ein riesiger. Das sieht ja hübsch aus. Aha, das Erstaunlichste ist die Animation, eine riesige silberne Kugel, einem Durchmesser von 4 Metern, die im Zentrum der Höhle schwebt. Hm. Naja, dann untersuchen wir die Kugel doch mal. Wenn er mir das so anbietet, so das Techniklabor steht schon wieder, das ist gut. Drohnenbucht haben wir gleich fertig. Das sieht ja auch gut aus. Der hat eigentlich alles, was er soll. Hier können wir die Elektronikfabrik noch ein bisschen verbessern. Schadet ja auch nichts. Da müssen wir mal gucken. Eine Variante wäre natürlich auch, ihr habt ja schon geguckt, hier mit dem Solarmodul die Kosten senken. Die Polymer um 10% erscheint mir nicht wirklich sinnvoll zu sein. Aber hier die Sachen, die sind natürlich schon nicht schlecht. Es sind ziemlich kleine Prozente, die wir da rausholen für unsere Energie. Im Maximum sind es dann 10%. Ziemlich lächerlich, aber na gut, das ist das Einzige, was wir machen können, um das hier zu verbessern. Also werden wir das dann auch noch erforschen, keine Frage.
so unser Zentrum für alternatives Leben steht. Und das neue Abhörzentrum ist auch gleich bereit. Na, es wird doch. Es ist halt nur, macht er erst das Ding hier unten, dieses Hin und Her. Ach gut, aber jetzt ging das nicht mehr. Das war vorher besser, wo ich das mit dem Lager hier hatte. Aber na gut, wir kommen vorwärts. Die Dinger sind beide fertig, ja. Der ist jetzt auch durch. Das hat er eigentlich ja noch nur als Baustelle, das Haus. Die Hoffnung war, dass er die Dinger, aber das funktioniert ja so nicht. Die Hoffnung war, dass er halt diese 180, die hier rumliegen, oder eben die 90, glaube ich, die er rausgeholt hat, da reinschaufelt in die Baustellen. Er macht das, glaube ich, auch, aber da das immer erst hier über dieses Lager geht, da zieht sich das hin. Nicht alles so, ja. Naja, sieht es hier gerade, er macht das Ding leer, danach macht er die hier hin, aber gut, gut, so sei es denn. Die Rumpf kann durch Wetter beeinflusst werden. Ach so, ja, das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Wo stehen wir denn inzwischen mit unseren Batterien hier? Sektor 5 ist noch nicht so doll. Da sind wir gut, das war klar. Deshalb hatte ich ja auch einiges vorgesehen an Batterien. Die ganzen Gebäude, die ich hier habe, die Industriegebäude, die fressen natürlich ohne Ende. Mal den mal wieder aktiv. Also Energie, und insofern brauchen wir dann da auch eine Menge Batterien. Also ich glaube, die Idee war schon richtig, die ich da hatte. Ich hatte mir das nicht genau ausgerechnet, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich viel Batterien in dem Industriesektor brauche. Und ich denke, wenn ich das da gerade so sehe, dann ist es wohl auch an dem. Jetzt zieht er hier die Dinger. Na gut, mach. Die Materiallieferungen, die gehen trotzdem noch viel, viel schneller. Na gut, das ist ja jetzt auch durch die zusätzlichen Arbeiter, die da bei den Halten aktiv sind, da sind die Auslieferungen und Absammlungen natürlich viel, viel schneller. Aber wir haben halt nach wie vor nur einen einzigen Mech, diesen Mechaniker, der da rumfährt und alle Baustellen abarbeiten muss. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie auch ein bisschen seltsames System. Da hätte es doch mal hier bei den Verbesserungen, hier bei den Halten, da vielleicht auch noch einen zusätzlichen Mech geben können, weil wir haben hier einen Transporter gekriegt und hier noch zwei, wobei ich denke, dass das wahrscheinlich auch wieder so ein Fall ist, wobei zwei weitere, einen weiteren, na, wahrscheinlich haben wir am Ende dann zwei dazu gekriegt, aber ich hätte halt lieber einen, so ein Bastler, denn den Baumech irgendwie dazu gehabt, muss ich sagen, naja, man kann nicht immer alles haben, Andockbucht. So, dann gehst du mal hier rein. Früher oder später macht das schon Sinn, wenn wir da mehr Schiffe in der Richtung haben. Im Moment habe ich ja gar nicht so viele. Ich habe ja hier nur 5 Lieferanten. Und ich weiß nicht, einen 6. würde ich denn schon noch nehmen. Eigentlich ist das hier auch... Na gut, hat er noch eine Stelle, wo er das Material hinschaffen kann. Ich glaube, sinnvoller wäre es denn schon. Also hier ein 6. Frachtschiff. Statt der Francis. Und die Francis kann hier rüber und dann an der Stelle noch einmal neu. Aber naja, mal gucken. Ich baue das erstmal hier so rein, bin noch nicht ganz sicher. Die Idee wäre vielleicht auch noch einen zweiten Sonnenwerfer, aber na gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Hier ist er jetzt auch so weit, wie er das sollte. Okay, na gut, dann schauen wir mal, wo wir hier jetzt gelandet sind bei unserem Kolonierungsversuch. Wir haben wieder zwei Möglichkeiten mit 60 und mit 90 Leuten. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass ich da ein paar mehr brauche. Also auf zum Training. Habe ich die Arbeitskräfte dafür? Nein, habe ich nicht. Das habe ich mir schon fast befürchtet hier. Der braucht nur 4 Stück. 4 habe ich. Aber mal gerade so Siedlungszentrum. Ja. Die Problematik ist, der taut natürlich hier weiter auf wie wild, aber der hat nur noch nichts Arbeitskräfte. Inzwischen über 300 hier, Wahnsinn. Aber ich muss hier aufpassen, wo haben wir denn? Naja, ich muss halt vielleicht dann einfach mal neue... Am liebsten würde ich diese Dinger hier alle wegschmeißen und mir neue holen, weil da sind 268 Nicht-Arbeitskräfte drin, die braucht kein Mensch. Kann ich das hier nicht irgendwie in den Weltraum rausschütten irgendwie? Die Kryokapseln... Ressourcenmanagement. Ah, hey, das wäre schön. Ich brauche die Dinger nicht. Und hier draußen, da liegen noch über 2400 rum und da sind mit Sicherheit eine Menge Arbeitskräfte drin.
Ich könnte ja einfach ein paar neue Kryokapseln rankarren. Dann mischt sich das und aus denen, die ich jetzt neu rankarre, habe ich dann mit Sicherheit auch wieder weitere Arbeitskräfte. Vielleicht mache ich das ja. Was haben wir denn hier? Der ist bei dem beschäftigt. Naja, hol mal noch ein paar von den neuen Kryokapseln, dann kriege ich auch noch Arbeitskräfte. So, aber haben wir hier nicht Arbeitskräfte, haben wir hier massenhaft, da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Also trainier du hier mal. Hier sind wir weiter am Bauen, am Abreißen. Das Ding muss er noch abreißen. Hier geht auch noch ein bisschen was rein, aber ja, das, ja, wir kommen so nach und nach aber hin. Das ist ja alles gar nicht übel. Dann können wir hier das letzte Haus auch noch bauen. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Schicht auch noch zu setzen. Und das ist dann hier unten. Krankenhaus geht weg und die Batterie geht weg. Und, ups, Entschuldigung. Da kommt dann noch ein Hulltempel, hier so ein, ja, der Rumpftempel rein. Ich habe mir das auch noch ein bisschen rumgeschoben. Die Idee ist ehrlicherweise gewesen, wenn ich das hier auch noch, das Häuschen, die Batterie abbaue, dann könnte ich die alle hier noch ein Feld rüberschieben und dann könnte ich den Rumpftempel hier zwischenziehen. Das hätte den Vorteil, dass ich zumindest hier die Straße noch habe. Aber ja, je, da verzichte ich mal drauf. Hier oben habe ich es auch schon gemacht. Das wird bedeuten, die Transporter, die müssen ja alle durch die Mitte. Aber ja, mei, ich denke, das wird jetzt kein Problem sein. Die werden das machen. Und das wird sicherlich auch ganz gut funktionieren. Also reißt das Zeug hier unten mal ab. Muss man mal gucken. Na ja, gut, 112. Da geht was rein. Ich habe nicht mehr so viele Sachen, wo ich denn das Material dafür reinstecken kann. Hier haben wir noch 15, da haben wir noch 25. Das wird eng. Aber wenn er den denn hier erstmal weg hätte, dann ist wieder ein bisschen besser, weil an die Stelle kommt ja denn die Drohnenbucht. Er scheint das auch zu priorisieren. Und dann ist es eigentlich in Ordnung. Gut, wenn er zuerst mir die abreißt, ist auch okay. Dann kann ich aus dem Material den Rumpf, was ich nur mit dem Hulltempel will. So, Weltraumspezialisierung 2. Na gut, das ist nicht erstaunlich, dass wir das hier geschafft haben. Natürlich war das hier das Ziel. Und ja, das ist das, was ich meinte. Sonnen und Schiffe werden schneller gebaut, aber das ist irgendwie aus meiner Sicht ein eher überflüssiger Bonus. Der hat die Sachen hier untereinander gelistet, aber wir werden gleich nachgucken. Das ist auch wieder so ein Bonus, selbst wenn er hier zweimal dasteht. Die wirken nicht zusammen. Wir haben insgesamt 20 und nicht 30 Bonus. Das kann man ja gerade mal gucken, da bei dem ersten die zwei Außenbordschleusen, die wir haben, 60 und die 12 dazu, das sind gerade 20%. Und bei den anderen ist es halt ähnlich. Also das sollte an der Stelle schon in Ordnung gehen. Also ja, das wirkt halt nicht gleichzeitig. Aber das ist okay. Es ist trotzdem nicht schlecht und die Idee ist ja hier, wenn ich die Dinger alle hier habe, die Außenbordschleusen, denn kriege ich halt viermal diesen Bonus hier durch die Weltraumspezialisierung. Die Überlegung ist schon, denn die in den anderen Sektoren zu deaktivieren, weil die ja keinen Bonus kriegen. Und ich glaube, mit vier Außenbordschleusen komme ich eigentlich ganz gut hin. Hat schon überlegt, hier an der Stelle eben auch noch, gut, das war ja vorher auch da, dann hätte ich fünf Außenbordschleusen, aber ach, ich weiß nicht so genau. Wenn irgendwo geht noch doch mal was schief, wer weiß, ob es da nicht denn doch irgendwelche Events gibt, die den Sektor deaktivieren, dann finde ich schon ganz gut, im anderen Sektor doch noch eins zu haben. Das wird dann wahrscheinlich der hier sein, ja, soweit der Gedanke, weil hier habe ich die Recycling Center, die im Notfall auch noch denn da Legierung produzieren könnten. Und insofern mache ich das mal lieber so. Aber der hier kann denn weg. Und da machen wir dann nämlich einen Sondenwerfer noch hin. Die sind hier auch so weit durch. Das einzige Problem ist, da brauche ich dann natürlich auch wieder Leute. Und da müssen wir mal gucken. Haben wir inzwischen hier schon wieder. Es kommen schon welche rein. Guck mal da. Die Arbeitskräfte gehen wieder hoch. Wir haben einiges angeliefert, offensichtlich an neuen Kryokapseln, wo denn wieder neue Arbeitskräfte drin sind. Na super. So hatte ich mir das natürlich erhofft. Wie weit sind wir mit unserem Training? Relativ weit. Es geht an der Stelle auch vorwärts. Na gut, dann würde ich sagen, dann kannst du hier eigentlich dann auch mal ran hier. Mach weg das Ding. Und jo, hier musste nur noch der Bastelmech ran. Macht er jetzt das oder das?
Ach, das ist schon gebaut. Ja, die sind hier nur mit Rumpfreparatur beschäftigt. Na gut, so, hier unten sind wir auch gleich durch. Na, das hat ja alles gut geklappt. Sehr schön. Dann musst du nur noch den Kram hier ja schaffen. Hier sammelt sich jetzt Eis an. Ist das schon richtig eingestellt, wenn ich mir das hier so anschaue? Wahrscheinlich nicht. Gut, so viel Eis brauche ich eigentlich ohnehin nicht. Warte, lass mal kurz die Eistransporte hier. So, 640. Ich habe natürlich hier die Lager schon da im Sektor 6. Da können wir noch ein bisschen mehr machen. Sagen wir mal 500, aber das ist halt gut. Das war ja mal so geplant, von einem Kapitel ins nächste zum Transportieren. Es ist sicherlich grundsätzlich möglich, aber das ist jetzt doch eine Fummelei. Erstmal muss ich die manuell hier rüber transferieren und wenn ich sie irgendwann wieder brauche, naja, das ist halt jetzt auch schwierig, weil wenn die jetzt hier fehlen, dann macht der möglicherweise eben in dem anderen Sektor da in der 6 erstmal die 500 voll und das soll er natürlich eigentlich nicht, weil primär soll er die Dinger hier voll machen und naja, deshalb, ich sag ja, die großen Lager, die sollten wirklich dahin, wo das Zeug gebraucht wird oder wo es erstellt wird. Das ist im Allgemeinen eigentlich immer besser. So, jetzt haben wir hier den Platz frei für unsere Drohnenbucht. Das ist schön. Und hier ist auch der Platz frei geworden für unseren Tempel. Na, kommst du her? Ja, ich weiß. Hier muss man noch ein Stückchen anfügen. So, haben wir den auch. Passt. So, na gut. Denn haben wir doch hier eigentlich auch schon, sind wir fast durch hier mit dem Sektor. Das ist klasse. Wie weit bist du hier? Der ist auch fertig. Dann können wir die nächsten 15 Kolonisten noch trainieren. Und dann gucken wir mal, was hier aus der Kugelerforschung geworden ist. Die Kugel stößt alles und jeden ab, der ihr zu nahe kommt. Das ist ein abstoßender Magnet. Unsere Daten. Kugel mehrere Schichten besteht. Dem eine seltsame Faszination für die Kuh entwickelt. Das dürfte einer der Arbeiter sein. Team der Francis wird diverse Proben analysieren. Das Team, ich weiß nicht, das klingt für mich. Ich habe ein bisschen Sorge. Der Vadim entwickelt hier schon eine. Na gut, machen wir mal die kristallinen Formen noch. Mal gucken, was er als nächstes als Text erzählt. Na ja, war doch Silizium. Kriege ich den Kohlenstoff auch noch rein? Der scheint woanders zu sein. Na gut, dann machen wir das so. Okay, wie sieht es denn aus mit unseren Lagern hier? Wir haben eigentlich massenhaft Zeug rumliegen. Boah, ist das viel. Da wäre jetzt wahrscheinlich auch noch ein Bergbauschiff, ein neues, durchaus eine Option gewesen. Bergbauschiff und Transporter. Naja, denn why not? Guck mal hier. Ein Bergbau und ein, nee, Forschungsschiff nicht, Frachtschiff, ja. Was haben wir hier für einen Namen gekriegt? Kilimanjaro und Sambo. Na fein, okay. So, das ist auch schon hier und muss die Straße ja noch hinkriegen. Vorher geht da nichts. Wahrscheinlich macht er die Straße wieder nicht, bevor er die Drohnen gebaut hat. Aber gut, was soll's, es ist nicht gar so wesentlich. Der Tempel ist ja nur für die zusätzliche Stabilität gedacht. Wo stehen wir denn? Wir stehen bei plus 5. Der Tempel bringt auch noch mal was. Naja, ist schon nicht schlecht. Ach, und die Leichen außerhalb der Station, jetzt sehe ich das gerade. Das wollte ich ja eigentlich auch. Lass uns mal die Tycoon ein Stückchen bewegen. Ich glaube, wenn wir hier zu dem Planeten fahren oder fliegen, whatever, da sollten wir eigentlich nicht diesen Debuff bekommen. Nicht, dass ich mit dem nicht zurechtkommen würde, aber es ist ja unnötig. Und ich glaube, die Masse der Sachen sind, naja gut, das Zeug liegt überall rum, glaube ich. So, mal sehen. Ach, da kommt denn Sa Ach, Schwarten, da ist ja Kilimanjaro schon. Okay, dann würde ich sagen, was brauchst du hier primär? Naja, vielleicht diesen Kram hier. Boah, jetzt haben wir schon wieder so viel davon. Das ist ja auch nicht schlecht. Denn
Wenn ich das gerade sehe, wenn wir schon so wieder so viele Polymere zusammenbekommen haben, dann macht es doch, glaube ich, Sinn hier, da mal wieder einen einzusetzen. So. Reparaturgeschwindigkeit, Baugeschwindigkeit, das ist egal. Zellquartiere. Ich wollte hier in das NIAI-Protokoll, weil wir haben zwar hier keinen Tooltip, aber NIAI-Zellenprotokoll. Ich gehe stark davon aus, dass NIAI-Quartierprotokoll und das ist das entsprechende von dem anderen. Sprich, damit werden mal die Abfall, werden die Zellquartiere ordentlich Abfall produzieren. Soweit die Hoffnung. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Nahrung? Wir sind auf 123% runter. Sag mal, regnet das hier gerade rein? Ich glaube, es regnet gerade rein hier in die Tycoon. Das ist ja wohl ein Witz. Wie kann das passieren? Haben wir hier ein Loch drin? Naja, 698. Ey, es regnet. Es regnet. Das ist ja alles ein Witz. Wo kommt denn das jetzt wieder her? Wahrscheinlich nicht von draußen. Das ist hier die Beregnungsanlage, damit die Leute eine ausreichende Luftfeuchtigkeit hier haben. Tja, und na gut, hier muss man mal gucken. Also ich hoffe mal, wenn der die Drohnen da fertig hat, dann werden wir da sicher auch noch was hinbekommen. Verbesserte. Die Drohnen sollten jetzt eigentlich fertig sein. Jo. Sind sie unterwegs zur Gruppe? Ach so, wir haben uns hier gerade durchbewegt. Ja, interessant. Aber war da irgendwo hier im Regen? Naja, was soll's. Wir sind angekommen. Strom hat auch gereicht. Hier haben wir unser neues Transportschiff. Die Nahrung von hier zu holen ist eigentlich. Na, wobei. Hol die und lager sie ein. Was soll's? Alles, was wir hier freikriegen, müssen wir nicht selbst herstellen. Macht doch trotzdem Sinn. Eisen, naja, reich rüber. Wir haben hier eigentlich auch in dem Sektor 2 noch ein paar Eisenlager. Da kann er durchaus ja auch noch Sachen hintun. Da sollte kein Mangel bestehen. So, jetzt baut er auch hier unseren Rumpftempel. Klasse. Und die Dinger sind auch alle online. Naja, das sieht auch sehr ordentlich aus. Gut, ich sollte mich vielleicht auch noch ein bisschen um diese Kreuzchen hier kümmern. Da müssen wir uns dann auch mal, ja, da gibt es dann mal ein Hospital. Gesundheitszentrum hier. Das kommt dann halt in Sektor, wo, naja, also ich habe ja eh alles mit Bahnhof verbunden und dann wirkt das im Ganzen, in der ganzen Tycoon. Soweit die Idee. Na gut, denn wie weit ist er hier? Können wir uns nochmal angucken, was hier passiert ist. Analyse, dass die Kristalle und Francis in ihre Grenzen stößt. Zeigen an, dass die Integrierung des Rumpfes an ihre Grenzen, sodass Rückführung schnellstmöglich eingeleitet werden sollte. Okay, dann machen wir das. Wir gucken nicht die konzentrischen Kreise an. Der Vadim, ja, der. Okay, da hat er eben schon erzählt. Ciao, Vadim. Du magst da wohl lieber in der Kugel bleiben. Ist in Ordnung. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, denn guck dir das da an und werde glücklich mit der Kugel. Oder in dem Fall den konzentrischen Kreisen, die er da noch gefunden hat. Oh, hier ist noch auch dieses Eis und Wasserstoff. Naja, mach mal. So, und ich würde sagen, hier bauen wir denn mal die große Struktur und dann darf die Eusi da wie üblich ran. So. Und das werden wir dann aber, wie das an der Stelle weitergeht, erst in der nächsten Folge sehen. Ich denke, unser Raumsektor hier ist quasi durch. Wir sind gut vorwärts gekommen, haben wir schön hingekriegt. Hätte ich nicht so gedacht, aber ich glaube, ich habe dann doch mir da doch ein paar ganz gute Dinge überlegt. Ich habe es vorher nicht getestet, aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil so ein Tempel, so ein Sektor umbauen ist irgendwie eklig. Ja. Muss man mal sehen. Na gut, insofern dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern Daumen oder Abo da. Ansonsten sehen wir uns oder auch so oder so in der nächsten Folge wieder. Ciao.